Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch wieder ein Beauty Basic und zwar ein Beauty Trend. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, gerade auf Instagram geht das so durch wie sonst was und zwar Strobing. Strobing erkläre ich euch heute und ich zeige euch auch, womit man strobt und was es überhaupt ist und wie es geht. Also bleibt dran. Strobing ist eine Make-up-Technik, die nicht unbedingt neu ist, also für Make-up-Artists schon lange bekannt. Aber ja, die Trends, die sickern ja immer so ab und zu mal raus an den Endverbraucher, so wie uns. Und ist jetzt angekommen. Und zwar ist es quasi Highlighten, aber nur auf den Schimmer bezogen, also den richtigen Glow. Ihr wisst, ich mag Glow und deswegen ist das voll mein Ding. Das heißt, die hohen Punkte, die die Sonne normalerweise auch treffen würde, sowas wie Wangenknochen, Stirn, Nasenrücken, die wollen wir betonen. Aber nicht wie beim Highlighten, wie wir es gewohnt sind, mit einem helleren Produkt, sondern es muss schimmerig sein. Das ist das Allerwichtigste. Das Gegenteil von Kontur. Wir wollen jetzt nicht den Schatten betonen oder Schatten ins Gesicht zaubern, sondern wir wollen Licht ins Gesicht bringen. Beim Strobing kann auch gerne komplett auf Kontur verzichtet werden, also kein Bronzer. Das gibt nochmal den schönen, mehr Sommer-glowigen Look. Vor allem gibt es Kontur durch die Reverse-Kontur sozusagen. Denn durch die gehighlighteten Punkte wirkt das Gesicht trotzdem irgendwie konturiert. Ich persönlich nehme am liebsten im Sommer cremige Produkte, aber ich zeige euch jetzt heute eine Mischung aus cremigen und Puderprodukten, damit der Effekt auch richtig gut rauskommt. Bei cremigen Produkten gehe ich am liebsten mit dem Finger einfach rein, dann kann man das auch am besten auftragen und ihr seht, wie der Schimmer schon so ein bisschen verläuft. Und das verbinde ich mit der Augenbraue. Der nächste Punkt ist der Nasenrücken. Ihr müsst euch vorstellen, genau dorthin immer zu platzieren, wo ihr das Licht und einfach das Augenmerk hinwerfen wollt. Also was soll wirklich akzentuiert werden, was soll gesehen werden? Da platziert ihr eure Highlighter. Und wenn ihr mögt, also ist zum Beispiel eine Stelle genau über der Augenbraue, und zwar hier am höchsten Punkt oder genau auf der Stirn und zwar hier. Aber das mache ich persönlich nicht so gern, weil ich so ja, in der T-Zone ein bisschen ölig bin und dann wirkt das so ein bisschen fettig. Ich lasse es jetzt mal aus. Ich mache es so, wie ich es sonst auch machen würde. Was auch noch ganz hübsch ist, ist so aufs Lippenherz etwas zu geben. Vor allem macht es auch so ein bisschen so den Effekt, dass man vollere Lippen hat. Und man kann auch ein bisschen aufs Kinn geben. Das ist jetzt das fertige Ergebnis vom Strobing mit einem cremigen Produkt. Aber wir wollen jetzt noch mehr, deswegen nehme ich noch ein Puderprodukt. Ich nehme jetzt das, was so ein bisschen golden, so hellgolden schimmert. Und zwar kann ich euch diese zwei Pinsel dazu empfehlen. Also entweder für einen ganz leichten Dust. Sozusagen nur, ist so ein Fächerpinsel ganz gut, weil ihr dadurch nur so eine ganz leichte Applikation bekommt und ihr könnt auch gezielt so auf die Stellen auftragen. Aber ich mag auch ganz gerne diesen hier. Der ist oben so ein bisschen abgerundet und vor allem sehr, sehr fluffig. Das ist ganz gut, dass der Pinsel nicht zu fest gebunden ist. Das ist ganz wichtig, sonst habt ihr nicht so diese leichte Hand und ihr bekommt zu viel Produkt drauf. Jetzt gehe ich einfach genau über die Stellen drüber. Ihr bekommt nicht nur ein verstärktes Ergebnis, sondern es hält auch den ganzen Tag. Hinterher gehe ich nochmal mit meinem Finger darüber. Es ist ganz wichtig, gut zu blenden, damit man nicht wirklich nur so einen Punkt drauf hat. Und wenn es doch zu viel geworden ist oder zu weit in die Mitte geraten ist oder sowas, könnt ihr einfach euren Beautyblender nehmen. Zone, wo nichts draufkommen darf, ist genau hier, unterm Auge, auf den Wangen. Darf nichts draufkommen und ich würde halt auch empfehlen, aufzupassen, im Stirnbereich nicht zu weit reinzugehen oder wenn man schon etwas öligere Haut hat, das Ganze auszulassen vielleicht. So, jetzt wisst ihr alles zu Strobing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch weitere Beauty
Basics von mir wollt, dann schreibt gerne eure Ideen, eure Wünsche in die Kommentare, dann mache ich das als nächstes. Und ja, ist auf jeden Fall eine schöne Sache für den Sommer besonders. Ihr könnt es ja mal ausprobieren und ihr könnt jetzt noch in mein letztes Video hier reinklicken. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dazu wünsche ich euch viel Spaß und einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.